Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Closer to Glory. Wenn euch das Ganze gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, könnt ihr natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Im Hintergrund sehen wir dann die Mannschaft, die es hier heute im ersten Spiel gegen Paderborn richten soll. Es gibt eigentlich nur eine wirkliche Überraschung und das ist die Tatsache, dass Daniel Hanslik im Sturm für Terence Boyd beginnt. Und wir kamen dann auch direkt mal in der fünften Minute Opoku mit der Flanke auf Daniel Hanslik. Aber kein Problem für Zingerle. Dann mal die Gäste aus Paderborn, das ist richtig gut gespielt. Die sind hier schon tief in unserem 16er drin, der Schuss wird erstmal geblockt. Allerdings bleibt der Ball dann immer noch gefährlich und dann ist er auch im Tor. Familier mit dem 1:0 für den SCP. Das hatten wir uns natürlich ganz anders vorgestellt und die Gäste blieben weiterhin gefährlich. Wieder Familier, aber Lute mit einer Monsterparade. Und dann dauerte es bis in die zweite Hälfte, bis wir mal vors Tor kamen. Dann allerdings hier Clement auf Marlon Ritter. Der Schuss wird geblockt und landet dann genau vor den Füßen von Daniel Hanslik. Der zahlt das Vertrauen also hier mit einem Treffer zurück. Und jetzt wollten wir natürlich mehr. Das ist wieder Daniel Hanslik. Der Schuss ist noch abgeblockt, geht an den Pfosten und dann Opoku nochmal mit dem Versuch. Wir verpassen es aber leider hier in Führung zu gehen und dann wieder die Gäste aus Paderborn mit Sribeni und der mit dem erneuten Führungstreffer für den SCP. Und dann springen wir auch schon in die Nachspielzeit. Das ist der eingewechselte Wunderlich auf Terence Boyd, der zu Redondo und dann wieder Mike Wunderlich und das ist der Ausgleichstreffer. 94. Minute, Mike Wunderlich mit dem Ausgleich hier, mit dem 1:1. Was ein Finish, typisch Betze muss man eigentlich schon sagen. Die Westkurve natürlich komplett am Eskalieren. Wir holen also doch noch einen Punkt gegen Paderborn und das haben wir eben diesem Mann hier zu verdanken, Mike Wunderlich. 4 Tore in 6 Pflichtspielen, das ist eine richtig starke Quote. Auch wenn er schon 2 Gesamtstärken runtergegangen ist, er hört einfach nicht auf zu performen. Und da sieht man eben, sowohl das Alter als auch die Gesamtstärke ist eben auch nur eine Zahl. Was am Ende zählt, das ist die Leistung auf dem Platz und die ist bei ihm einfach wirklich überragend. 8. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga. Wir spielen zu Hause gegen Sandhausen. Mit einem Sieg könnten wir auf den 5. Tabellenplatz vorrücken. Allerdings, der SV Sandhausen ist immer ein richtig unangenehmer Gegner, ist sozusagen das Schreckgespenst in der 2. Fußball-Bundesliga. Gegen die möchte man eigentlich nie spielen. Trotzdem wollten wir hier natürlich heute unbedingt gewinnen und wir hatten dann auch hier die erste Chance mit Aaron Opoku. Der Ball klatscht allerdings nur an die Latte. Und dann kamen tatsächlich mal die Gäste mit Ritzmeier auf Ganda und Andy Lute mal wieder mit einer super Parade. Kurz vor der Halbzeitpause Marlon Ritter hier mit einem guten Pass auf Terence Boyd, aber auch der Keeper von Sandhausen mit einem guten Reflex. Und ja, dann war Halbzeitpause 0:0 der Spielstand, da war auf jeden Fall noch Luft nach oben. Nach dem Seitenwechsel war dann erstmal Sandhausen die bessere Mannschaft. Pulkrab prüft hier Andy Lute und wenige Minuten später war es dann schon wieder Pulkrab mit der Chance, aber auch wieder Andy Lute mit einer richtig starken Tat. Wir mussten auf jeden Fall was verändern, Miroslav Klose wechselte gleich doppelt. Redondo und Bierschenk kamen für Terence Boyd und Philipp Hercher in die Partie. Und die Wechsel brachten dann auch neuen Schwung rein, das ist der eingewechselte Tom Bierschenk. 10 Minuten waren hier dann noch zu spielen, das ist Mike Wunderlich. Auf den anderen Joker, auf Kenny Redondo und der dann weiter zu Tom Bierschenk. 10 Minuten vor dem Ende schlagen die Joker zu Tom Bierschenk mit dem 1:0. Richtig schön gespielt, der Pass von Wunderlich, erste Sahne und dann auch super gemacht von Bierschenk. Und damit schießt uns der Joker hier zum Sieg gegen Sandhausen. Denn kurz darauf war die Partie dann auch zu Ende. Klose kann sich auf jeden Fall für seine Wechsel auf die Schulter klopfen. Und Tom Bierschenk, der Neuzugang, wird hier heute also zum Mann des Tages. Ja, und wie ich es vorhin angekündigt habe, mit dem Sieg sind wir jetzt auf den 5. Tabellenplatz vorgerückt. Das sieht bislang also wirklich alles richtig, richtig gut aus. Und dann war hier Derby-Time angesagt. Wir waren in Karlsruhe zu Gast. Das große Südwest-Derby gegen die Badener stand an. Und Miroslav Klose hatte unsere Jungs wirklich richtig gut eingestellt. Ein super Beigewinn von Marlon Ritter. Macht das richtig stark, immer noch Marlon Ritter und dann Clement mit der ersten Gelegenheit, das muss eigentlich der Führungstreffer sein. Halbe Stunde dann gespielt, dann mal die Karlsruher mit Choi, der legt auf Bradshaw zurück, Lute pariert den Ball, aber der Schiri zeigt auf den Elfmeterpunkt. Ein komplett unnötiges Foul von Robin Bormuth
Und jetzt also Tom Bradshaw mit der Chance, den KSC in Führung zu bringen. Und der Engländer verwandelt ganz überlegt. Die Badener führen jetzt also hier im Derby und das wollten wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Redondo auf Terence Boyd, der wieder zurück zu Kenny Redondo und dann Philipp Clement in der Mitte. Der Ausgleich hier in der 58. Minute. Und wir wollten jetzt natürlich mehr. Terence Boyd auf Marlon Ritter, der weiter zum überragenden Redondo und der dann wieder zu Terence Boyd. Wir drehen die Partie in nur 5 Minuten. Terence Boyd mit dem 2:1, das Wildparkstadion verstummt. Man hörte jetzt wirklich nur noch den Auswärtsblock und wir machten weiter Alarm. Das ist Shaw Zimmer, der läuft hier ganz alleine auf den Keeper zu. Shaw Zimmer, nur wenige Zentimeter fehlen zur Vorentscheidung. Und so blieb es tatsächlich nochmal spannend und die Karlsruher kamen nochmal. Tomjak verliert hier den Zweikampf und dann ist es Arase mit dem Ausgleich. Das darf doch nicht wahr sein. 92. Minute, der KSC macht hier doch noch den Ausgleichstreffer. Wir spielen am Ende also nur unentschieden. Und das ist eigentlich schon eher ein enttäuschendes Ergebnis, denn meiner Meinung nach wäre hier wirklich deutlich mehr drin gewesen. Egal, wir hacken das Derby jetzt einfach ab und schauen nach vorne. In unserer Jugendakademie haben wir mit Damian Klein ein, ja, vom Potenzial her vielversprechendes Talent gefunden. Allerdings hat er gerade mal eine 36er Gesamtstärke. Damit kann man jetzt bislang zumindest noch nicht so gut arbeiten. Ich trainiere ihn aber mal zum rechten Mittelfeldspieler um. Vielleicht geht sein Rating dann ein wenig nach oben. Dann haben wir noch in Polen Maciej Krupa gefunden. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Der hat auf jeden Fall einen Marktwert von 500.000 Euro, bringt tatsächlich eine 60er Gesamtstärke mit. Allerdings ist dann sein Potenzial nicht so überragend. Wir können ihn natürlich trotzdem erstmal im Auge behalten und es gibt ja auch das dynamische Potenzial. Allerdings kann das jetzt natürlich auch nicht schlagartig Wunder bewirken. Deswegen habe ich meine Zweifel, ob er so die große Rolle spielen wird. Und in Kroatien haben wir dann noch Anto Jovanovic gefunden. Er hat hingegen wieder ein ordentliches Potenzial von 66 bis 90. Allerdings ist bei ihm dann wieder die Gesamtstärke das Problem, denn auch er hat gerade mal ein 44er Rating. Wir sind bereits schon am 10. Spieltag angekommen. Wir spielen zu Hause gegen Darmstadt 98. Das ist natürlich auch eine der stärkeren Mannschaften in dieser Liga. Aber wir müssen uns eigentlich vor keinem Gegner verstecken. 5. Minute, dann Mike Wunderlich mit einem Distanzschuss, der es richtig in sich hatte. Das war auf jeden Fall ein guter Auftakt von unserer Mannschaft. Halbe Stunde gespielt, Philipp Hercher hier auf Terence Boyd. Der probiert's mit dem Flugkopfball. Aber der ist leider nicht von Erfolg gekrönt. Kurz vor der Pause dann nochmal Erik Durm wieder auf Terence Boyd. Der macht das richtig stark. Aber auch der Ball geht nicht ins Tor. Nach dem Seitenwechsel da mal die Gäste aus Darmstadt mit Honzak und Lute mit einer Weltklasse-Parade. Wirklich überragend, wie er den noch rauskratzt. Und dann springen wir auch schon in die Schlussphase. Das ist der eingewechselte Tom Bierschenk. Der läuft hier nochmal alleine auf den Keeper zu. Aber beide Schlussmänner wirklich mit einer richtig starken Leistung heute. Und so ist dann am Ende wahrscheinlich das 0:0 auch das einzig logische Ergebnis. Ein Punkt, den wir eigentlich vor dem Spiel wahrscheinlich unterschrieben hätten, nach dem Spielverlauf aber dann vielleicht doch wieder ein bisschen zu wenig. Im nächsten Spiel auswärts gegen Eintracht Braunschweig wollten wir dann wieder 3 Punkte holen. Im Duell der beiden Aufsteiger waren wir dann auf jeden Fall die Mannschaft, die hier besser reingefunden hatte. Das ist Aaron Opoku und der steckt dann wunderbar auf Terence Boyd durch. 37. Minute, Terence Boyd mit dem 1:0. Von den Gastgebern war bislang relativ wenig zu sehen, das änderte sich dann allerdings schlagartig, die waren wie aufgeweckt in dieser Partie. Leon Lauerbach nur wenige Minuten später mit dem Ausgleich. Und dann springen wir auch schon in die zweite Hälfte, das ist Marlon Ritter, der legt hier auf Hikmet Çiftçi ab, ein guter Versuch vom Türken, aber leider gehalten von Fejsic. Und dann kam mal wieder die Gastgeber aus Braunschweig, Endo auf Leon Lauerbach, das gibt's doch nicht. Der macht hier den Doppelpack, Braunschweig dreht die Partie. Wir wollten jetzt hier natürlich unbedingt noch den Ausgleichstreffer erzielen. Allerdings war nicht mehr lange zu spielen. Nochmal der eingewechselte Tom Bierschenk rüber zu Mike Wunderlich und dann Jasmin Fejsic mit einer überragenden Tat. Rettet damit seiner Mannschaft die 3 Punkte. Und wir müssen leider mit leeren Händen nach Hause fahren.
Trotz der Niederlage gegen Braunschweig liegen wir jetzt nach 11 Spieltagen auf dem 8. Tabellenplatz. Das ist richtig stark für einen Aufsteiger und damit können wir auf jeden Fall mehr als zufrieden sein. Wir haben auch tatsächlich 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz auf Holstein Kiel. Am Tabellenende liegt dann abgeschlagen der FC Magdeburg. Die haben gerade mal in 11 Spielen 4 Punkte holen können. Einer der Gründe, warum es bei uns so gut läuft, ist auf jeden Fall Terrence Boyd. 6 Tore in 12 Spielen, dazu noch 2 Vorlagen. Das ist wirklich eine richtig starke Bilanz und so darf der US-Amerikaner auf jeden Fall dann auch weitermachen. Ansonsten gibt es da noch ein kurzes Update zu unserem Jugendspieler Damian Klein. Den habe ich jetzt zum rechten Mittelfeldspieler umtrainiert und sein Rating ist zumindest mal auf eine 43 hochgegangen. Ist natürlich noch immer nicht besonders gut, aber auf jeden Fall schon mal besser als ein 36er Rating. Und ja, liebe Leute, das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt doch gerne was in die Kommentare, darüber freue ich mich auch immer richtig. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.